Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon sehen könnt, seht ihr Milim und das heißt Slime Collab. Also wir bekommen für Login Tickets für den Slime Banner. Es dauert dann 2 Wochen, bis wir eine Multi machen können. Aber ich glaube mit Mission können wir auch noch eine Multi machen. Das nehmen wir direkt an. Yes, dankeschön. Hier. Mit dieser Mission bekommt man auch ein Free Rimuru, aber der alte Rimuru und Tickets, die können wir direkt annehmen. Auch die Tickets hier, die kann man in 2 Tagen oder... Ja doch, die kann man direkt in einem Tag machen. Wobei 20 Mal schwierig, ich weiß nicht, ich habe sie noch nicht angeschaut. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich Gems gespart. Seitdem ich gehört habe, Tenshura kommt back, direkt Gems gespart. Ich sag euch, wie es ist. Direkt Gems gespart. Da kenne ich gar nichts. Auf jeden Fall. 955 Gems. Wir machen aber nur in diesem Video 600. Ich weiß nicht, ob ich weitergehen werde. Wir gucken einfach, wie die auslaufen würden, die Sums. Schauen wir mal. Also der Banner ist relativ schlecht. Wirklich schlecht. Die beiden natürlich, Rimuru und Shuna. Dann alter Rimuru, Milim und okay. Und Benimaru. Dann halt Lilia, Escano, Esterossa, Derrieri, Droll, also richtig Drecksbanner eigentlich. Aber egal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, ich ziehe was. Aber muss. Okay. Oh, direkt erstes Sam, SSR, perfekt. Let's go. So will ich das sehen. Ja, es kamen letzte Zeit keine Videos mehr. Habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt. Aber ist nicht so, dass ich keine Videos mehr machen will, sondern ich will Videos machen, nur keine Zeit dafür. Wegen privaten Sachen und sowas. Aber jetzt legt sich alles wieder ein bisschen, mache ich öfters Videos. Habe ich sehr Bock drauf. Okay, was haben wir denn hier? Oh, direkt 2. SSR oder 3. SSR. Guck mal, kommt vielleicht erste Multi-Rimuru? Das wäre krass. Erste Multi-Rimuru? Das wäre krass. Okay, Melioras. Jetzt. Was haben wir da? Ah, Benimaru. Egal. Ein Coin. Weil Benimaru habe ich schon. Ich habe ja schon 7 Legends gespielt, als erste Slime Collab kam. Dann skippen wir. Egal, Benimaru, erste Multi. Kann man sich nicht drüber beschweren. Ist ein Coin. Ich habe ja 955 gehabt, deswegen kann man ein bisschen was machen, würde ich sagen. Stick. Stick heißt immer was Gutes. Wenn ihr mein Trader-Melly-Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass Stick immer eine gute Sum-Animation ist. Aber jetzt wahrscheinlich nicht. Egal. Haben wir Vertrauen in Stick. Haben wir Vertrauen in den Stick. Gucken wir mal. Oh, blöd. Nichts Vertrauen ins Stick gehabt gerade. Schade. Let's go. Wir sind erstmal 3 Multis, also. Es kommt noch viel, keine Sorge. Okay, ja, das richtige Schwert, aber keine gute Animation bis jetzt. Nee, das passt nicht so. Gar nichts. Ich habe vorhin bei meinem Kollegen auch noch gesammelt. Habe ihn Shuna, Rimuru und Benimaru gezogen. Also die beiden neuen Charaktere und Benimaru. Hoffentlich habe ich mein Lack da nicht verschwendet. Okay, heller Himmel. Wir wissen, Escano kann auch ohne die Sonne kommen. Das lasse ich ein bisschen durchlaufen, weil es richtig geschwert ist und er dieses D-Mark hat. Gucken wir mal. Komm, Meliodas, let's go. Oh, yes, SSR, perfekt. Perfekt. Er hat so lange geladen, Digga. Er hat so gesagt, ha, soll ich nicht, soll ich ihm SSR gönnen, soll ich nicht? Oh, so am Ende hasse ich eigentlich. Egal, gehen wir durch. So, jetzt ein bisschen langsamer. Gucken wir mal, ich glaube jetzt so beim 7. oder 8. sollte das sein. Gucken wir. Komm. Rimuru. Oktogramm. Let's go. Oder Milim hätte ich auch Bock, aber Rimuru natürlich. Weil Rimuru ist der Main Character, so stärkste Charakter auch von denen.
Ah, Droll. Ich habe auch bei meinen Kollegen vorhin gezogen. Das sieht gar nicht gut aus. Schade, schade. Egal. Wir gehen weiter. Erstmal drei Dinger, vier Multis in. Da kennt, da ist nichts hier. Stick. D-Mark. Wer weiß. Wir haben Trader Melly so gezogen. Aber diesmal wahrscheinlich nicht. Skippen wir. Boah, ich dachte gerade, oh mein Gott, Alter. Manomedo. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, ich hab mich. Ey, mein Gehirn. Egal. Noch ein Slime-Charakter. Zwei Coins. Stick, wieder. Okay, wir haben gerade auch einen Slime-Charakter mit Stick gezogen. Jetzt? Rimuru? Ah, nee, okay. Schade, schade. Bitte. Ich will nicht meinen Luck verschwendet haben bei meinem Kollegen. Ich hole es zurück. Bitte geben Sie mir meinen Luck. Ja, nicht das richtige Schwert, aber heller Himmel. Demon Mark. Hm. Na komm, skippen wir. Ja, war nix. War von Anfang an nix. Ja, nix. Ich möchte mir Teamlord Rimuru bitte nicht erst aussuchen können am Ende. Darauf habe ich echt keine Lust. Richtiges Schwert, heller Himmel. Keine Demon-Animation, Leiter. Hätte ich mich echt gefreut. Die bei Demon-Animation. Ja, das wird nix. Bei Demon-Animation hätte ich mich echt gefreut. Bei Demon-Animation, ja. Erstmal Animation könnten wir auch vertragen, sage ich euch, wie es ist. Naja, aber die Animations spielen heute nicht mit. Die spielen heute nicht mit. Ich bekomme zwar SSRs manchmal, aber die Animations spielen nicht mit. Außer Stick, weil Stick ist halt Ehrenmann. Jetzt hier, Rimuru? Nein. Es war ein Versuch wert. Nee, aber die Animations spielen heute nicht mit. Das kommt wahrscheinlich davon, das Game sagt so, ja, du hast mich sehr lange nicht mehr gespielt. Nö, wollen wir nicht. Oh, Mann. Okay, okay. Demon Animation, Demon Mark Animation. Let's go. Fallen dir eine geile Animation und Counter. Das könnten zwei SSRs sein. Das könnten zwei SSRs sein. Kommt hier Shuna und Demlord Rimuru in einer Multi? Wer weiß. Let's go, let's go. Endlich mal auch besiegt. Den Fetten. Zwei SSRs, zwei SSRs. Yes, zwei SSRs. Let's go. Okay, was ist unsere erste SSR? In dieser Multi natürlich. Wir haben schon davor andere SSRs gezogen, ist ja klar. Ich meine, in dieser Multi, was ist unsere erste SSR? Shuna, let's go, let's go! Jetzt brauchen wir nur noch Rimuru. Rimuru und Shuna in einer Multi. Komm, 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 ich möchte das machen, bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 gib mir Rimuru, bitte. In einer Multi beide zu ziehen. Krass. Oh mein Gott, ich hab's gerade gar nicht gerafft. Ich hab wirklich Rimuru und Shuna in einer Multi gezogen. Hey, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Geil, Digga. Oh mein Gott. Ja, komm, Weltborn. Ah, nee, Fakeout. Schade. Yo, diese Multi. Kann mir niemand was erzählen. Kann ich mir nichts erzählen. Ich sag's dir, wie es ist. Schau dir diese Multi an. Hä? Also ehrlich, was ist das gerade? Ist doch ein Vogel. Also, wirklich. Ja, okay, die leer. Leider. Verdammt. Yo, dieses Bild sieht krass aus. Direkt weiter rein da. Bis zu garantierten. Yo, also jetzt fühle ich mich ein bisschen wohl. Jetzt brauche ich nur noch Medium und jetzt dann clean, dann clean. Jetzt können wir skippen. Da passiert gar nichts mehr. Einfach weiter da. Einfach weiter. Sorry. Demon Mark Animation? Nee, okay. Aber richtiges Schwert und Demon Mark. Counter? Schade. Schade, schade. Ich brauche ehrlich nur noch Medium oder einen weiteren Benimaru. Dann kann ich mir diesen Medium tauschen. Wobei, ich kann mich schon tauschen, weil ich habe ja Benimaru gezogen und Rimuru nochmal gezogen. Und man bekommt ja diesen Pre-Rimuru. Mit diesen drei kann ich mir Medium austauschen. Ja, okay, clean. Ich habe jetzt schon alle. Perfekt. Perfekt.
Das wird gar nichts. Aber natürlich macht es mehr Bock, dann Medium zu ziehen, ist ja klar. Aber in der Garantierten würde ich mir dann wahrscheinlich wieder Team Lottery Mirror aussuchen. Safe. Also wenn ich jetzt noch was ziehe, natürlich. Wäre auch clean, wenn ich nochmal Team Lottery Mirror ziehe. Nee, da passiert gar nichts mehr. Vielleicht gehe ich da sogar nochmal rein mit 600 Gems, wenn ich dann bis dahin wieder habe. Aber Anniversary von JP kommt bald und wir wissen es halt in 2 Wochen, was der Charakter ist. Und ich weiß halt nicht so. Deswegen schwierig, schwierig. Könnte ja so ein Essarossa sein, so ein richtig overpowered Essarossa. Den man voll gut mit Assault Melee spielen könnte, weil Assault Melee ist ja tot. Assault Melee ist ja tot. Vielleicht mache ich bald ein Video mit ihm. Das könnte witzig werden. Weil Assault Melee siehst du nicht mehr in PP, nicht einmal. Nur noch Traitor Melee. Jetzt natürlich Rimuru. Ban, Merlin, mehr nicht. Ja, ein paar Festival Kings vielleicht noch. Und natürlich The One ist immer dabei. The One ist einfach ein. Ist halt The One, was soll ich sagen? Da gibt es nichts anderes zu sagen. Die Mutti schäft mich in letzter Zeit gerade, die ganze Zeit gerade. Aber wir haben ja Shuna und Rimuru einer Multi gezogen. Das ist halt gottlos gewesen. Aber die letzten Multis, die gönnen nicht. Die gönnen nicht. Die gehen gar nicht. Schaffen wir es vor der Garantierten noch Medium zu ziehen? Schaffen wir es noch? Nee, ich glaube nicht. Ich sag ehrlich nein. Ich glaube ehrlich nein. Es gibt mir. Da kenne ich nichts. Komm, bitte, bitte. 2 Multis noch vor der Garantierten. Stick Power, Stick Power, Stick Power, Stick Power, vergessen wir nicht. Oder auch nicht. Bitte, komm, bitte. Milim jetzt in der letzten Multi oder Dim Lord Rimuru. Einer von den beiden. Stick Power, Stick Power, Stick Power, Stick Power, komm, bitte, bitte, Stick. Gönn, gönn. Oh. Oh nein! Egal, ich lass durchlaufen, lass durchlaufen. Außer der Stift ist halt blau dann nicht. Oder irgendein gelb ist halt. Gucken wir dann, wie mein Gefühl sagt. Ah, okay. Ja, komm. Lass ihn durchlaufen. Gucken wir. Vielleicht gewinnt er ja noch. Ah, nee, schade. Ich dachte jetzt ehrlich Stick Power. Ah, okay, nee. Vielleicht eine Fake Out? Fake Out? Nö. Schade, 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 schade. Egal, garantierte. Nehmen wir uns. Nicht Milim, sondern Dim Lord Rimuru. Weil um Ulti zu leveln natürlich. Man kennt ihn. Okay, okay, okay. Das war erfolgreich, sage ich euch ehrlich. Erfolgreich. Eine Rotation durch. Hab Rimuru, hab Shuna. Gehen wir mal auf LP-Attribut, weil es sind bei den neuen. Hier, den leveln wir direkt. Leveln wir direkt, da kenne ich gar nichts. Wäre cool gewesen, hätte ich den auf 2-6 bekommen noch, aber wir wollen ja nicht zu viel erwarten hier. Okay, okay, geil, geil, geil. Jetzt brauchen wir noch die Rimuru Coin, die Free Rimuru Coin. Und dann kann ich mir hier mit dem tauschen, weil ich habe ja 2 von den Slime Collapse. Geil, geil, geil. Vor allem dieses hier, warte. Wartet, wartet, wartet. Dieses Outfit von Shuna ist halt so, so geil. Ich weiß, ich glaube, ich hole es mir sogar. Es kostet aber Geld, ist halt der Scheiß dran. Heiliger Schatzshop, gehen wir kurz. Perfekt, Digga. Ja, dann halt nicht, Alter. Geht es? Wo kann ich hier? Hä? Nein? Ja, ach, Digga, Drecksgame. Drecksgame. Shop. Oh. Wo macht man das nochmal? Hier, heiliger Schatzshop. Das habe ich gesucht. Ja, die Rimuru Outfits, die gefallen mir nicht so. Das geht fit wegen dem Haarschnitt. Die sieht so edel aus. Aber sonst eher Shuna. Gebt euch dieses Outfit. Das ist gottlos. Das ist gottlos.
Ich koste es 23 Euro mit 30 Gems. Aber dann glaube ich eher schon die 17 Euro würde ich machen. Wobei, wegen ein paar Euro mehr, 30 Gems noch. Ja, aber Gems brauche ich halt nicht so. Puh, schwierig, schwierig. Ich sag euch aber ehrlich, das Outfit? Ja, da sehe ich mich auch drinne. Da, oh, das kann man sogar mit Gems kaufen. Da sehe ich mich drinne. Das sage ich euch. Da sehe ich mich auch drinne. Da sehe ich mich sehr drinne. Da sehe ich mich zwar am meisten drinne, aber in den anderen sehe ich mich auch drinne. Ich sag mal so, da sehe ich mich nicht drinne. Ich sag, wow, komm runter. Wow, die Ecke weg, bevor ich in den Knast komme. Da sehe ich mich drinne. Das sage ich euch. Nee, aber jetzt. Kann man das auch mit Gems eigentlich kaufen? Ja, okay, Tatsache. Okay, cool. Ich glaube, dann hole ich die mir safe. Safe. Die safe? Weil. Wieso muss ich überhaupt noch antworten? Ihr seht es ja selber. So. Ah. Also hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mal ein Video zu machen. Es kommen auf jeden Fall öfters jetzt welche. Und ja. Das war's.